Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Makerlein. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe es geschafft, den Wohnort schon entsprechend kaputt zu kriegen. Nein, keine Angst, es ist nichts Schlimmes, es ist einfach nur, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber ja, passiert ab und zu mal. Wer am Samstag auf dem Stammtisch war, ich glaube es war Samstag, oder? Ja, sollte. Wer am Samstag auf dem Stammtisch war, sollte mitbekommen haben, worum es ging. Es ging nämlich um das Hot End. Und im Hot End ist bekanntlicherweise, da krieg ich es aufgeschraubt. Tipp, 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 tipp. Die Heatpipe, beziehungsweise die Heatbreak. Und die ist so durch, dass wenn ich da Filament reinstecke, dass das nicht mehr ganz bis unten durchkommt. Also insgesamt so viel Filament bekomme ich rein und dann bleibt es irgendwo oben stecken. Ich hatte dann irgendwann die Schnauze dick und habe mir auf Empfehlungen, nicht ganz auf Empfehlungen, aber ja, so ein bisschen auf Empfehlungen von Frank dann halt oder auf Hinweise von Frank dann entsprechend für dieses nette Teil hier entschieden. Und das ist heute angekommen. Der ein oder andere wird das Logo erkennen und der ein oder andere wird vielleicht auch die Zeichnung. Na. Stell scharf. Ja. Das ist ein Fetus Dragon Hot End. Ja, Supreme Pursuit. Ein Dragon Hot End ST. Also Standard. Mit Standarddurchfluss. Und da ist normal das Hot End dabei mit schöner Heizsocke. Sieht vom Formfaktor her und passt auch vom Formfaktor her perfekt in alle Passformen vom E3D V6. Sorry an die Jungs von E3D deswegen, aber ich habe schon getestet. Ich habe hier die Bauteile vom Voronde. Blub. Wie rum hier? So rum ist richtig, genau. Und das hier auch da so rum. Es passt perfekt rein. Es ist nirgendwo eine Lücke. Und was ich persönlich mega geil finde, ist, dass das ganze Teil hier schwarz ist hier oben drauf. Hier unten die Heizsocke ist, naja, so orange-rot. Ja, das ist nicht schlimm. Es passt eher zum Voron als sowas Blaues. Vorausgesetzt, man hat sein Voron nicht in Blau gedruckt. Kann natürlich auch sein. Und hier oben diesen Clips kann man sich zur Not auch nochmal in Voronfarbe drucken. Aber insgesamt ist es echt passend zu dem, was jetzt die Druckerfarben sind. Ja, und das Einzige, was man hier tun muss, das ist das Schöne. Man muss nicht mehr großartig jetzt Thermalcompound drauf schmieren, um halt die Heatbreak hier im Kühlkörper zu verstauen. Das sieht dann immer so schön eklig aus, wenn man es unten drauf packt. Ich mache nachher noch mal ein bisschen B-Roll rein. Oder auch hier dran ist eine Riesenschweinerei. Nee, so wie ich das sehen kann, also da ist gar kein Kühlkörper drumherum. Der Kühlkörper ist hier so am Rand, diese vier Streben, und da kommt dann Lüfter drauf und bläst einfach durch. Ist quasi eine Mischung aus E3D V6 und einem Mosquito Hot End. Und ich finde, das ist echt gut gelungen, das ganze Teil. Kommt komplett aus China. Von der Firma Fetus, wie schon gesagt. Und ich muss sagen, Chapeau, Jungs. Das habt ihr richtig gut hinbekommen. Das macht einen richtig guten Eindruck. Ich schnapp mir nochmal eine Zange, dass wir das kurz festziehen können. Und daran merkt man auch, dass aus China durchaus Qualität kommen kann. Ja, also es ist nicht immer alles Schrott, was aus China kommt, muss man echt mal sagen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, passt sogar unser altbewährter Heizblock da rein, der ja noch gut ist. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wie rum ich den Heizblock denn einbaue. Plupp und plupp. So rum, und dann kommt der Heizblock auf diese Seite. Sehr schön. Das war es, was ich wissen wollte. Und dann bauen wir den gleich auch nochmal im Voron ein. Jetzt sitzt er fest. Mal gucken, dass es richtig mittig ist. So. Heizpatrone ist montiert. Die sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und dann kommt auf der anderen Seite nochmal, kommt auf der anderen Seite nochmal
der Thermalsensor rein. Und dann können wir das im Voron verbauen und endlich wieder drucken. Das freut mich sehr, weil ich hatte durch ein paar Experimente mit verschiedenen Druckoberflächen es irgendwie geschafft, dass die Düse die ganze Zeit verstopft hat. Also erstmal hatte ich eine recht experimentelle Druckoberfläche drauf und seit da hat mir ständig die Düse verstopft und ich habe nicht verstanden, warum. Wir haben hier gesessen auf dem Stammtisch und wir hatten die Heatbreak komplett durchgepustet mit einem Heißluftföhn, hatten mehrfach neue Nozzles oben drauf gepackt und hatten geguckt, dass auch wirklich Filament so an sich durchpasst, aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, was durchzustecken und es war ein bisschen wärmer, hat man gemerkt, dass unheimlich viel Reibung und ich vermute mal, dass innen drin einfach, naja, die ganze Oberfläche zerpflückt ist. Man sieht zwar so ein klein bisschen Licht am Ende des Tunnels, wenn man hier durchguckt, aber ich glaube, insgesamt ist da zu viel Reibung und zu viel Widerstand drin. Deswegen geht die Heatbreak erstmal, naja, auf den 3D-Druckfriedhof, sagen wir es mal so. Ich habe mittlerweile auch andere bestellt als Ersatz, dass wir dieses Teil nochmal irgendwo anders verbauen können. Wo, weiß ich noch nicht ganz genau, aber erst einmal sollte es soweit passen. Genau, im Voron landet das gute Stück nicht, weil dafür haben wir jetzt ja das Dragon Hot End. Finde ich vom Namen her auch eine coole Mischung, Dragon Hot End. Das heißt eine coole Mischung, einen coolen Namen auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir das Ganze nur nochmal zusammenbauen. Der ist natürlich viel zu klein dafür. Ja, und nochmal vielen Dank an Marco übrigens, der war am Wochenende da. Der hat mir nämlich netterweise diese Hex-Schlüssel geschenkt. Diesen Schatzsatz von Vera. Er ist vorbeigekommen und hat gemeint, er sieht immer, wie ich mich mit den Dingern hier abmühe. Wobei ich jetzt in manchen Situationen die Dinger echt mag. Aber er hat gemeint gehabt, hier probier doch mal die Dinger, die habe ich auch und die sind echt mega und ich muss echt sagen, danke Marco dafür, das war echt cool. Das ist eine echt coole Aktion. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die habe ich seitdem wirklich nur in dem Voron stehen. Das heißt, das ist mein exklusives Voron-Werkzeug momentan, weil ich auch momentan keinen anderen Drucker habe, bei dem ich es benutzen kann. Aber ja, da ist es fertig. Ich baue die Kamera kurz um und dann schauen wir uns an, wie das drüben im Drucker verbaut wird. Ihr werdet sehen, da ist das Enclosure mittlerweile drauf, wer es noch nicht mitbekommen hat. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal aus der Nähe angucken. Kleiner Teaser vorab, die Türen sind unten noch nicht mit dem Magnetverschluss. Ganz einfach deswegen, weil leider Gottes die Platten ein bisschen zu lang geliefert worden sind. Das heißt, ich muss die nochmal irgendwie versuchen, gerade abzuschleifen, damit ich dann unten auch den Verschluss für die Türen dran machen kann. Aber ansonsten passt es soweit, glaube ich, und sieht auch echt gut aus. In dem Sinne, bis gleich. Jetzt haben wir das Hotend hier soweit. Und hier ist, wie ihr sehen könnt, der Voron. Ihr seht schon, die Magnetverschlüsse sind verbaut für die Tür. Der Deckel ist oben drauf, sonst könnten die Schraubendreher hier oben nicht draufstehen. Ist also mittlerweile schon ganz schön verbaut und ganz schön enclosed. Ich habe auch inzwischen andere Füße drunter gepackt, einfach nur, auch wenn sie nicht schön aussehen, damit der Drucker ein bisschen höher steht und die Luft hier unten von der Seite halt entsprechend durch den Ventilator besser angesaugt werden kann. Vorher waren die Füße zwar okay, da hat es richtig cool ausgesehen, wenn er so flach war, so wie beim Auto, wenn es tiefer gelegt ist, ja, aber das hat halt dazu geführt, dass es dann zu tief war und ich nur noch 1-2 mm unterm Drucker Platz hatte und da kommt nicht wirklich viel Luft durch und deswegen halt dann eher auf die Art und Weise. Genau. Jetzt muss das Ganze natürlich, ich mache mal hier die Kabel beiseite, da so eingehangen werden. Und dann kommen, nee, nicht die Schrauben, wo sind die anderen zwei Schrauben? Das sind die langen, da hinten sind die kurzen, genau. Die kommen hier oben rein. Nein, das ist Kabelbinder, da ist die zweite Schraube. Ups. Die ist dahinter gefallen. Da ist sie. So, einhängen. Und rein damit.
und schon ist er wieder druckbereit. Das bedeutet, wir schmeißen den Drucker jetzt an, beziehungsweise morgen. Und dann wird erstmal eine Runde gedruckt und dann gucken wir mal, wenn wir uns morgen wieder entsprechend, also ihr seht es gleich, aber wir sehen uns morgen wieder mit den Druckergebnissen, ob er denn jetzt endlich druckt und ob jetzt endlich die Druckplatte auch funktioniert und ob er sich auch denn jetzt nicht mehr verstopft, ob das denn jetzt was geholfen hat. Wie ihr sehen könnt, ist ein neuer Tag angebrochen. Und zwar ein neuer Tag, zwei Tage oder ein Tag nach dem letzten Video. Da habe ich den Würfel. Ich klappe mal hier den Laptop zu. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Naja, gestern wollte ich eigentlich das Video fertig drehen, fertig schneiden und schon mal hochladen. Es hat nicht ganz geklappt, weil ich gestern mit tierisch brummenden Schädel irgendwie so ein bisschen flach gelegen habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, ich mache heute noch ein bisschen das restliche Video fertig und zeige euch mal, was dabei rausgekommen ist. Das habe ich jetzt mit dem KVP PETG in Ruby Red, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, habe ich damit gedruckt. Ich muss sagen, ja, ich habe vergessen, so doof wie ich war, den Teilelüfter auszustellen. Der ist die ganze Zeit auf 30% gelaufen und als ich es gemerkt habe, war er schon fast fertig. Das ist natürlich nicht so toll. Ich packe nachher nochmal ein paar Nahaufnahmen rein, damit ihr das seht, aber es ist so dieses typische Stringing und Blobbing und was weiß ich beim PETG, wenn der Teilelüfter an ist. Ansonsten war der Druck eigentlich ganz in Ordnung. Das war ein bisschen wieder zu nah am Druckbett. Das habe ich hier auf der Biltec Flexplate gemacht. Aktuell habe ich die Druckoberfläche vom Brucer einfach drauf, also die strukturierte Druckoberfläche. Und ich habe danach, nach dem Druck hier mit dem PETG, muss ich ehrlich sagen, keinen Druck mehr mit dem Voron auf dem Material hier hinbekommen, weil da schon wieder angefangen hat, die Düse zu verstopfen. Und das war mir dann zu riskant, das dann weiterzumachen, dass ich dann am Schluss wieder vielleicht kam auch dadurch entsprechend, dass innen drin diese Heatbreak so aufgeraut war, dass es nicht mehr ging. Und das wollte ich einfach auf Biegen und Brechen komm raus vermeiden. Warum jetzt der Voron das nicht kann, der Mini und der i3 und der Ender auf jeden Fall schon, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Ich werde auch meine Tests weiter durchführen die nächsten Tage. Aber ich habe das Material erstmal dann aus dem Drucker rausgenommen, nachdem ich gemerkt habe, da kommt gar nichts mehr raus. Habe erstmal mit einem Reinigungsstab hier von 3DK Clean entsprechend das Ganze wieder versucht ein bisschen zu reinigen. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich erstmal das Material draußen gelassen und gesagt, okay, ich warte jetzt erstmal ab. Das hat man auch gemerkt, wenn ich es rausgezogen habe, oben am Bontec hier, auch im Leerlauf war das dann doch noch, wie heißt es, mit mehr Widerstand behaftet als das von Prusament. Das war das nächste, was ich drauf gepackt habe, das Prusament PETG in Orange. Damit habe ich dann, wie ihr sehen könnt, so einen Schlüsselhalter gedruckt, weil mir der alte wieder kaputt gegangen ist. Und der ist erstmal an sich ganz cool rausgekommen. Ich packe euch da auch gleich ein paar Nahaufnahmen rein. Ich habe am Anfang hier unten in den ersten Schichten noch mal ein bisschen mit dem Z-Offset gespielt. Das sieht man daran, dass dann da so fast schon ein Layer-Skip drin ist, weil ich da mal zu wenig, mal zu viel hatte, weil er wieder ein bisschen zu nah am Druckbett war. Und ich hatte die Prusa strukturierte Platte draufgepackt beim Drucken, weil mir die Biltec dann auch ein bisschen zu riskant war. Ich wollte wirklich auf Nummer sicher gehen. Und momentan bin ich eher so hoch vom Bed-Leveling her als so niedrig. Einfach, weil ich mich so Stück für Stück nach unten durchtasten will jetzt die nächsten Tage, um für die Prusa strukturierte Platte den perfekten Wert rauszufinden für den Voron. Und dann gucken möchte, wie ich dann entsprechend alles andere einstelle. Also das alles andere, was hier dran falsch ist, ist wirklich falsche Temperatur, falsche Lüftung und. Das sind so die Fehler drin. Aber ich muss sagen, das Layer-Bild an sich auf der Seite hier zum Beispiel sieht echt Porno aus. Muss man echt gestehen. Sieht echt gut aus und verspricht auch viel, wenn jetzt die ganzen Blobs, die Nozzle am Anfang teilweise zu nah am Bett war oder zu weit weg vom Bett war, wo ich das ein bisschen hin und her probiert habe, die ganzen Blobs, die da entstanden sind, die hat es natürlich mitgenommen und hat es dann hier irgendwo verteilt. Hier oben habe ich dann gemerkt, okay, ich habe zu wenig Infill für PETG, weil das Bridging halt dann ein bisschen zu schlecht ist. Klar, es geht immer mit 15% oder was war, noch sogar noch weniger. Aber die Temperatur in der Düse war einfach viel zu heiß, als dass das dann entsprechend irgendwie funktioniert. Ich hätte noch müssen mindestens ein, zwei Layer drüber packen, damit es ordentlich aussieht. Das habe ich aber jetzt da an der Stelle mir gespart. Genau, gerade aktuell druckt er wieder, wie man hört. Ich habe ihm auch mittlerweile mal so einen Lichterschlauch drüber gelegt, weil ich sonst abends nichts mehr sehe.
Und das Druckergebnis ist, soweit ich das bis jetzt eben sehen konnte, schon recht gut. Ich habe jetzt eben nochmal manuell schnell so ein bisschen 0,02 mm nachjustiert in der Z-Achse. Also einfach mal ein bisschen runter nochmal runtergesetzt. Jetzt muss ich gucken, wie ich das dann entsprechend eingestellt bekomme. Das ist so eine Eingewöhnungsphase mit dem Drucker, die habe ich mit jedem Drucker, aber ich vermisse so ein bisschen das einfache Z-Leveling beim Prusa. Da muss ich echt sagen, da ist der Prusa unschlagbar. Man sagt einfach First Layer Calibration und der druckt seine Schlange da auf dem Druckbett und man kann einfach dann währenddessen anpassen. Und Prusa sagt auch noch genau, wie breit denn entsprechend dieser Streifen sein muss, den der Drucker da raushaut. Und wenn der zu breit ist, ist man zu tief und wenn der zu dünn ist, ist er zu hoch. Das ist für Dummies. Ja, aber es funktioniert. Es ist super. Und so kriegt man den i3 und den Mini instant gelevelt. Bei den Druckern wie zum Beispiel dem Ender oder dem CR10 oder dem Arnet oder dem Tarantula oder dem Hicktop und was weiß ich, wie sie alle heißen, die kein Autobed-Leveling vielleicht haben und solche Stellschrauben unten drunter haben. Auch beim Ultimaker mit den Stellschrauben, auch wenn es da in Anführungszeichen nur, nee, das sind halt Gott sei Dank 3, ja, weil 4 finde ich ein bisschen unpraktisch, aber mit den 3 Schrauben geht es super. Da ist, so bin ich es gewohnt, halt zu leveln und das Ganze halt auch dann ordentlich zu machen. Und das, was ich da gelernt habe, wie der Kontakt zwischen Nozzle und Bett sein muss, das habe ich das Gefühl, kann ich beim Voron komplett wegwerfen, weil der nochmal komplett anders tickt. Ja, da muss ich noch ein bisschen mich eingrooven. Das finde ich ist nicht ganz so einfach. Und ich habe versucht, dann den Ratschlag aus dem Voron-Discord anzunehmen und einfach mal wirklich dieses Offset für den Z-Endstop in der Clipper-Konfiguration anzupassen und prompt ist mir die MCU Z um die Ohren geflogen und beziehungsweise die hat sich disconnected, weil ich weiß nicht warum, ob der Wert vielleicht noch auf die MCU Z geschrieben wird oder so eine Rechnung. Er hat auf jeden Fall nicht mehr gedruckt. Jedes Mal, wenn ich versucht habe zu drucken, mochte er auf einmal nicht mehr. Und was auch noch ein Problem war, dass ich in dem Druck von Keyforb hier das Kommando G32, also für das Ansteuern von dem Makro, wo dann die alle Achsen gehomt werden und dann das Quad Gantry Level angesteuert wird, da ist er auch noch nicht ganz grün mit. Das habe ich 10-mal geschafft, dass es 10-mal hintereinander entsprechend, wo ich dann immer so Stückchen für Stückchen runtergegangen bin und dann nochmal schnell abgebrochen hat, dass er das Quad Gantry Leveling geschafft hat und dann beim 10., 11., 12., ich weiß nicht genau wie oft, ich habe echt viele Versuche jetzt mal so immer so einen kleinen Millimeter rangetastet und beim x-ten Versuch hat er dann gesagt gehabt, beim letzten, dass die Toleranz auf einmal so groß ist, obwohl ich sonst nichts geändert habe. Ich habe immer nur Druck abgebrochen, gehomed, unten drunter das Zeug abgeräumt, ohne die Platte rauszunehmen und auf einmal klappt das Homing nicht mehr und dann ab da ging gar nichts mehr. Und dann habe ich ihn wieder komplett aus- und eingeschaltet und jetzt druckt er zumindest mal den Würfel ohne das Quad Gantry Leveling im Code. Da bin ich noch nicht ganz warm geworden mit dem Drucker, muss ich echt sagen, da verstehe ich das ein oder andere noch nicht so richtig, da muss ich noch mal ein bisschen mich einlesen. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe oder ob ich da überhaupt was falsch machen kann. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Muss ich mir auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal angucken und dann zeige ich euch auch nochmal ein paar Ergebnisse, wenn dann mal alles eingestellt ist und die ersten coolen Ergebnisse rauskommen. Aber die Operation hat soweit geholfen. Er druckt. Das Hotend, finde ich, ist gut soweit. Ich weiß jetzt nicht, ob es leichter ist. Ich müsste nochmal gucken, was dann so ein E3D V6 ungefähr wiegt. Aber er druckt und vom Formfaktor her ist es das Gleiche. Ich weiß es nicht, ob der Preis, glaube ich, ist gleich geblieben in dem Sinne. Die ganzen Thermistoren oder der Thermistor und der Heatblock passt auch perfekt rein, beziehungsweise die Heat Cartridge, nicht der Block. Der Block ist ja ein bisschen anders. Also von daher ist es wirklich 1:1 Swap quasi. Man kann also das E3D komplett rausnehmen und kann dafür das Dragon Hotend reinbauen. Das finde ich echt super. Das erspart einem echt Arbeit. Man muss nicht nochmal neue Teile drucken, wie beim Mosquito oder sowas in Richtung. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich habe es genug gelabert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wir sind momentan bei 666 Abonnenten. Die muss weg. Die 666 muss weg. Das muss höher gehen. Aber das ist eine diabolische Zahl. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing. And if you can,
fucking Liberty Bell. Freedom ring through my stride. Freedom to be inside and be a slave to my pride. And right away it is screen. Man, this love's so serene. I should probably shake it up just a little bit. I'm so not fine with content. I'm so aligned with my stench. My career probably smell like piss, bitch.